Am Sonntag ging das Hessische Jazzpodium 2014 zu Ende. Veranstaltungsort des dreitägigen Festivals war der Konzertsaal des Gießener Rathauses. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung von der Stadt und vom Verein Jazzinitiative Gießen. Ziel des Festivals ist es, aktuelle Strömungen des hessischen Jazz zu dokumentieren. Das Programm des Jazzpodiums stand ganz im Zeichen der Big Bands. Am Freitag spielten Raschauer in Bagdad und Olaf 77 Kübler Quartett. Am Samstag ging es abwechslungsreich weiter mit Konzerten von Tenor mal 2, dem Edgar Knecht Trio und dem Oliver Leicht Trio. Der Sonntag war geprägt von der Verleihung des Hessischen Jazzpreises 2014 durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Ausgezeichnet wurden die Pädagogen Horst Außenhof von der Immanuel-Kant-Schule Rüsselsheim und Franz Josef Schwade vom Ulrich-von-Hutten-Gymnasium Schlüchtern. So gehörten am Sonntag selbstredend Preisträgerkonzerte zum Programm. Außenhof spielte mit seiner IKS Big Band und Schwade mit der Caravan Big Band. Das Abschlusskonzert gab Andreas Jammins Captain Overdrive Brass Bomb.